ich bin aufgewacht und hatte hier auf meinem Oberteil komplett Erbrochenes. Er hat mich in dem Moment, hat er hier geschlagen und da geschlagen und hat mich dann so wachgerüttelt und hat mich dann das erste Mal wieder zurückgeholt. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit dir stimmt was nicht. Weil als ich gemerkt habe, okay, du hast nicht mal gemerkt, wie du erbrochen hast. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Erste Mal, ich brauche Hilfe. Ich glaube, nach 10 Minuten waren sie schon da. Und dann war ich halt im Krankenwagen und dann ist auch komplett irgendwie Hektik total ausgebrochen. Aber wenn wir losgefahren haben, so innerhalb so 200 Meter haben die wieder angehalten. Das war auch eine Kreuzung, viele Autos und die haben gesagt, packen Sie Ihren Wagen auf die Seite. Wegen ihrer Frau hat zweite Mal Herzstillstand. Das war für mich war Blackout. Auf diesem Moment von zweiter Schock, ne, von okay, was passiert jetzt? Und dann haben die dritte Mal haben die mitten in der Straße auch mal angehalten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist was schlimmer, was passiert ist. Dann habe ich meinen Papa angerufen und dann habe ich geschrien. Ich habe Papa, meine Frau hat Herzstillstand. Und ja, dann war auch ein Schock von meinem Papa und meiner Mama und meiner Cousine. Und dann habe ich alle gesagt, ey, bete. Ne? Und ich habe nur Hilfe gerufen, anzurufen. Ich habe Leute angerufen. Ich habe gesagt, ich brauche nur euer Gebet. Mir ist das nicht in meinen Gedanken gekommen. Das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich war komplett weg. Meine Seele war irgendwo komplett anders. Also es war mein Körper, der gegangen ist. Rechte Seite stand mein Mann ganz alleine. Und er stand total im Dunkeln, hat geweint. Ich war in der Mitte, du kannst dir das wie so eine Pyramide vorstellen. Und ich habe ihn so angeguckt. Es war voll düster und Einsamkeit und diese Liebe, die ich da für ihn empfinde, so ganz normal. Ich bin fast 24 Stunden mit meinem Mann immer zusammen und 3-4 Stunden, wenn er weg ist, vermisse ich schon. Aber diese Liebe war da nicht mehr so zu spüren, wie ich die sonst kenne, weil ich hatte was ganz anderes gespürt, dass mich jemand in die Hand festgehalten hat. Das war total stark und ich habe mich total geborgen gefühlt, wie bei so einem Vater. Und ich bin so mit ihm in die Mitte gegangen. Also kein, wie gesagt, keine Gestalt oder so, sondern nur die Hand so. Und ich habe in dem Moment halt Shankar alleine gesehen und ich wollte einfach diese Hand nicht loslassen, weil diese Liebe irgendwie total stark war und kann man halt mit der menschlichen Liebe nicht vergleichen. Ich sah irgendwie ganz anders aus als jetzt. Das konnte ich so genau realisieren, weil ich mag total braune Haare. Ich mag meine schwarzen Haare irgendwie nicht. In dem Bild habe ich schwarze, lange, glatte Haare gehabt. Und das war so am Fliegen. Ich hatte komplett was ganz anderes an. Und ich habe mich so sehr jung, geborgen und einfach bedingungslos geliebt gefühlt. Es ist nicht so, dass mein Mann nicht liebt. Total, also im Gegenteil. Aber diese Liebe kann man in Worten einfach nicht fassen. Das war so total so, als ob dich jemand empfängt und sagt, hey, komm mit, wir gehen jetzt weiter. Im März hatten wir das auch geplant, dass wir auf Missionsreise gehen nach Sri Lanka und ich habe mich damit dann schon befasst, dass ich dann Bilder angeguckt habe, weil wir auch da waren. Und die Bilder, die ich in Sri Lanka selbst gesehen habe, in Jaffna, das sind ganz viele Tempel, verschiedene Farben, gelb, orangefarbige Tempel. Dann bin ich weiter hochgegangen und habe kurz dann zu dem Bild mit den Tempeln runtergeguckt und habe kurz geweint. Ich glaube, dass Gott mich einfach mal gefragt hat, möchtest du wirklich in die Mission gehen oder möchtest du lieber mit mir mitkommen? Und ich glaube, ich habe ihm dann mit meinen Weinen ein Zeichen gegeben, dass ich das noch erledigen möchte, aus Liebe für ihn. Sonst hätte ich nicht geweint. Sonst wäre ich einfach weitergegangen, weil an meinen Mann bin ich ja weitergegangen. Ja, der fand er nicht so toll, aber... Okay, na und dann, ey Frau, ich habe so viel getan, um dich wieder aufs Leben zu kriegen. Aber so ein Dankeschön und zu sagen von, okay, boah, mir interessiert dich nicht, ne? Du bist nicht wert, du bist für mich nicht wichtig. Aber ich kann das auch mal vollkommen vorsehen von, okay, das ist was Besseres gibt, ne? Und in dem Moment bin ich dann wieder zurückgekehrt und war total erschrocken, weil in dem Moment wurde ich reanimiert. Und da habe ich dann direkt gesehen, Prishanthi war da, aber sie
ich habe sie mich angeguckt, auch kurz gesehen und dann habe ich sie geklärt, ey, du gehst erst in den Intensivcare. Und die wussten erstmal nicht, was mehr los war. Ne? Also eigentlich weiß ich das bis heute nicht, was los war. Es war so totale Ruhe, dann war meine Seele kurz weg, dann war ich wieder da und nachdem ich dann vom Schlaf, also ich wurde dann auch in Schlafkoma quasi versetzt vom Krankenhaus aus und als ich aufgewacht bin, war meine ganze Familie da. Ich habe meine Mutter 2,5 Jahre ungefähr nicht mehr so richtig gesprochen und ich habe dann aus Reflex habe ich sie dann umarmt und geweint. In dem Moment hatte ich Glück gehabt, dass ich meinen Mann bei der Seite hatte. Er hat Gemeinde angerufen, sonntags 10.30 Uhr. Irgendwie bestimmt 10 Gemeinden, von denen ich kenne, die haben für mich gebetet. Es waren auf jeden Fall mehr. Viele Leute haben erzählt, dass sie total gerührt waren. Und dann sind die nochmal freiwillig in den Raum gegangen und haben für mich gebetet. Warum du? Ne? In dem Moment ein Leben ohne Gott, da warst du komplett alleine. Mit Gott hast du so viele Menschen an deiner Seite, die für dich beten. Die dann nachts um 3 Uhr aufstehen und für dich beten, die den Wecker stellen und 24 Stunden und das an 2 Tagen kontinuierlich für dich beten, das ist wirklich ein Beweis der Liebe und das habe ich mir nicht verdient. Also das konnte ich mir mit meiner Leistung nicht verdienen. Das ist das, was ich sage. Das ist Gottes Gnade. Ich sage jetzt nicht, ja, komm zu Gott und alles wird gut. Das ist nicht meine Botschaft. Aber diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, die kann nur Jesus geben. Diese Sicherheit habe ich, dass ich in seine Hände ankomme. Und diese Sicherheit wünsche ich sehr viele Menschen da draußen, die keine Hoffnung haben, dass sie nicht verloren gehen. Ja, das ist meine Botschaft.